Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Oxygen Not Included. Ich grüße euch. Schön, dass ihr den Weg wieder gefunden habt. Hallöchen! So, okay. Wie ist der Plan B für die Liebe? Ich weiß es noch nicht. Wir brauchen auf jeden Fall, wir müssen uns jetzt mal langsam Gedanken machen, wie wir hier an frisches Wasser kommen. In dem Fall haben wir hier unten ja einen Haufen frisches Wasser. Das ist sau heiß. Jetzt ist die Frage, pumpen wir die Brühe rauf und pumpen die damit rein oder schließen wir den ganzen Kreislauf hiermit an und pumpen das in unser Verteilsystem rein. Das wird aber nicht ganz funktionieren. Das Gute ist, wir könnten dadurch halt hier diese Ecke entlasten. Jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt hierher gehe und sage, ich will Plumbing Liquid Pumps, dann könnten wir die hier runtersetzen. Jetzt mal kurz gefragt, haben wir hier überhaupt Saftkabel irgendwo verlegt? Nur ganz starke hier. Okay. Dann haben wir hier die nächste kleine Baustelle. Und zwar, ich will jetzt Folgendes machen. Ich will diese Teile hier deconstructen, alle bis auf eins. Dann diese Batteries, die deconstructen wir wieder. Und die hier da hinten, die löschen wir komplett raus. So, jetzt gehen wir hier mal auf Power und sagen, ich möchte diesen Auftrag hier, möchte ich canceln. So, dann haben wir hier Electric Wirings. Und die deconstructen wir hier, hier und hier. So. Dann, genau, diese Batteries hier oben werden wir, die werden eh nicht voll. Das heißt, wir werden diese auf jeden Fall disablen. Alle bis auf drei. So, damit haben wir weniger Stress. Diese Dinger hier, diese Slime Umfabricators Dingers, die werden wir auch erstmal so lassen. Die lassen wir deaktiviert. So. Jetzt mal ganz kurz geguckt. Die dürfen Picked Meal, die dürfen im Prinzip alles essen, außer Meal Lies. Die, das dürfen die erstmal nicht essen. Field Ration, Mush Bars, Mush Fry. Das dürfte erstmal auch nicht essen. Ich will das mal momentan ein bisschen gesaved haben. Cannot Fertilize. Okay, der Fertilizer hier. Jetzt machen wir erstmal das Ding. Also, da wurde ich auch ein bisschen drüber, so ein bisschen aufgeklärt. Wir haben hier ein Dekor-Level, die in diese Suits bringen. Ist uns aber gerade völlig Banane. Wir disablen this building und activaten this building. So, jetzt kommen wir an der Sache langsam näher. Hier haben wir einen Haufen Batterien. Die haben alle Mordsleistung, genauso wie die Dinger hier oben. Auch die hier oben haben das Grundproblem, dass wir keinen Sprit für die haben. Die werden nie voll. Also deaktivieren wir hier auch mal ein paar. Dann speisen die uns auch ein bisschen weniger Sprit ein. Das heißt, wir können weniger Overloads bekommen. Hier zum Beispiel. Hätten wir schon mal wieder ein kleines Problemchen gelöst. So, hier oben ist Hydrogen, ein Haufen zumindest. Okay, der pupst hier ein bisschen. Aber der kümmert sich. Okay, hier haben wir Clay und Polluted Oxygen. Das Polluted Oxygen muss ja, glaube ich, hier rein. Ich bin gerade so ein bisschen am überlegen, wie wir das am einfachsten machen. Polluted Water Fertilizer. Okay. Das Ding saugt Polluted Water an. Haben wir das mittlerweile in der Leitung? Nein, haben wir nicht. Hier geht rein, hier geht raus. Und dafür bauen wir ja das Ding gerade an. Aber das muss ja auch nach oben, oder? Ja, na gut, nur wenn es nach oben geht, kriegen wir es auch in die Leitung. Ah, warte mal, hier war das Problem. Und zwar mit dem Plumbing. Ich probiere das jetzt mal so. Okay. Stresslevel, Traff braucht jetzt auf jeden Fall... Ach, die Dinger sind ja jetzt automatisch. Ah, ja, okay. Priorität bei 7 passt mir ganz gut ins Konzept. Wie schaut es eigentlich mit unserem... Ja, hier oben die Dinger arbeiten halt sehr, sehr langsam, aber... Oxygen ist hier oben auch trotzdem noch sehr viel vertreten. So, den stellen wir auf Auto. Und der ist auch auf Auto.
Hard Light. Okay, Nils kriegt auf jeden Fall dann hier demnächst mal ein kleines Bettchen. Die haben alle leichte Schmerzen. Assigned to Nils. Okay, ja, gucken wir mal. So, die Dinge haben wir gesagt, die wollen wir eh deconstructen, oder? Copy Settings. Ah, cool. Weil da haben wir ja gesagt, das ist uns jetzt erstmal ein bisschen zu aufwendig, das jetzt zu machen. Deswegen haben wir Disable Auto Repair, Cancel Deconstruct. Genau, das lassen wir jetzt erstmal deconstructen, so wie alles da drin. Ah, Nils ist wieder fit. Trev? Wo ist denn Trev eigentlich? Da ist Trev. Hat er auch? Ne, das ist nur Grimmy. Der ist ein bisschen gestresst. Es liegt eigentlich hier Granit und so Zeugs. Ach, die holen Schleim ab. Ah, verstehe. Da kommt dann... Schleim brauchen sie gerade. Das ist hier aus. Hier bauen sich gerade ein bisschen Saft auf. Das ist okay. Das ist okay. Achso, nee, das sollte ich ja ausgraben. Das wächst ja da eh nicht, weil es zu warm hier ist. Hier unten könnte es eigentlich wachsen. Hier ist nur ein Haufen CO2. Aber das wächst ja, warte mal, diese Blossom Seeds, die haben wir jetzt leider hier nicht mehr. Die leben im Vakuum. Die Dinger wären ja mal geil. Diese Whistle Roots, a fresh cold drilling plant. Remove heat and... Genau, die geben Dekor-Level und aber die erzeugen Kühle um sich herum. Die Dinger sind richtig geil. Okay, hier schmilzt gerade scheinbar das ganze Wasser hier links und rechts von uns. Wolframit. Okay, wir haben keine Oxygen Generation. Ja, wir kriegen einfach gerade zu wenig. Wir aktivieren mal den zweiten Pumpmechanismus hier oben. Damit das Hydrogen hier oben mal wegkommt. Und damit pumpen wir natürlich auch wieder Frischluft hier rein. Genau, und damit drücken wir natürlich auch das ganze Hydrogen hier wieder hoch. Heißt im Umkehrschluss, damit kommt noch mehr Hydrogen hier oben an. Das heißt, im Umkehrschluss, wir produzieren wieder Energie. Und wir schaffen sogar hier die Batterien zu füllen damit. Okay. Warte mal, hier ist kein Strom drauf. Der hängt an der Leitung hier drüben. Und diese Leitung wird hierdurch produziert, weil wir ja momentan auch... Ja, das bringt uns alles gerade nichts, ne? Das ist alles, von der Idee her ist alles ja schon in Ordnung, ne? Aber solange das Ding hier unten nicht funktioniert, das kriegt jetzt auch mal eine 9er Priorität, wenn Kohle irgendwo rumliegt. Und da bin ich jetzt mal ganz gespannt. Organic, Cultures, Fertilizer haben wir 700 Kilo gerade. Mush Bars, 900, das ist nicht mehr viel. Kohle haben wir keine, okay. Wie viel Essen haben wir eigentlich noch? Eatable 9000. Ja gut, das wird ja produziert. Das drehen wir auf jeden Fall mal hoch. Dass die das Zeug auch da rein tun, damit das nicht kaputt geht auch noch. Das wäre jetzt der Worst Case. Wir produzieren wie die Weltmeister und dann geht's auch noch ein bisschen und dann geht's auch noch kaputt, weißt du? Das darf jetzt nicht passieren.
Wer ist denn am gestresst? Trev ist am gestresstesten. Warum geht Trev hier nicht rein? Wo ist Trev? Turner? Warte mal, die Dinger kriegen auf jeden Fall eine neue 9er Priorität. Es ist ganz, ganz wichtig, dass die hier oben ein bisschen entstressen. Stinky holt sich's gerade ein bisschen. Da ist Marie. Marie ist auch wichtig. Nee, Mist. Da ist Trev. Der hat ein 100% Stresslevel gerade. Den schicken wir mal da hoch, ganz bewusst jetzt gerade. Damit der sich ein bisschen erholen kann. Genau, jetzt kriegt er mal ein bisschen Erholung hier. Nicht viel, aber ein bisschen, okay. Okay, wir haben einen neuen Duplikanten. Wir könnten einstellen. Schauen wir mal. Einen guten Athletics wäre eigentlich eine geile Sache. Nee, alle schlecht. Okay, weiter geht's. Okay. Hier hätten wir Kohle, die will ich aber eigentlich nicht aus dem Ding abbauen. Wobei, einmal Kohle abbauen wäre jetzt eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Nein, das lassen wir mal. Nee. Auch wenn ich es dringend brauche, ich will es mir da nicht herholen. Hier ist Sand, Eis, Granit. Ist alles Granit, Oxygen. Hier haben wir Oxygen Concentration, okay. Eis. Ah ja, okay, das könnte man umwandeln. Das ist alles soweit klar. Hier oben hätten wir halt wunderbar noch Möglichkeiten, Dreckwasser reinzupumpen. Die könnten wir halt super schön hier unten unterbringen, ne? Das Hydrogen, ich würde es so gerne hier rausbekommen und über die Kammer hier oben ablaufen lassen. Gucken wir mal, vielleicht kriegen wir es doch nochmal her. Weil wenn das hier oben rauskommt, dann hätte man jetzt endlich mal den Dreck draußen, ne? So, wo ist das? Da ist diese Energieleitung durchgebrannt. Hier. Okay, das kriegen wir hin. So. Invalid Building Location. Warum? Auf was müssen die gesetzt sein? Ich weiß es nicht. Warte mal, hier steht ja noch eine Skulptur. Die passt ja überhaupt nicht da rein. So, ich muss mal ein bisschen aufräumen. Ey, so viel Müll hier rumstehen. Das ist alles so schrecklich. Auch diese Skulptur kann weg. Die sind nicht schön, die Dinger. Da bauen wir lieber eine neue her. Auch die Bilder hier oben. Ganz apropos Bilder. Hier kommen noch Bilder her. Hier unten bauen wir auf jeden Fall noch eine Skulptur auf. Aus Granit. Kommen hier zwei Skulpturen her. Hier haben wir ziemlich üble Skulpturen stehen. Das Ding werden wir deconstructen. Oh, es sind tausend Ideen gerade, die ich alle gleichzeitig umsetzen. Ich weiß, das ist nicht gut. Warte mal, wo ist es denn? Da. Das Ding machen wir jetzt folgendermaßen. Und zwar... Nee, warte mal, wie ging das noch gleich?
muss ich gerade mal gucken. Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken, wie das funktioniert. Lass mich mal schnell was, lass mir mal schnell was probieren. Nee. Ich wollte das eigentlich rotieren lassen, das Ding. Das habe ich mal gesehen. Das ist, dachte ich, das geht. Aber gut, dann lassen wir das wieder. Cancel Deconstruct, lassen wir das mal laufen. Braucht ja momentan eh nichts. Ich habe das aber mal. Ich dachte in einem Devblog gelesen, dass man die Dinger an die Decke schrauben kann. Ist relativ gute Luft hier drin, ne? Weil das drückt sie ja schon raus, aber. Hier ist auch Sauerstoff, kommt hier schon an. Jetzt kommt wieder ein bisschen Schleim hier durch. Wie viel Essen haben wir? 8000, das ist nicht viel. Okay, jetzt müssen wir mal ganz kurz hier eine Kleinigkeit machen. Weil hier kommt nämlich sonst, werden wir hier bald ziemlich ersticken, wenn das nicht fertig wird hier alles. Mal kurz gucken, ist die Richtung richtig? Wasser raus ist... Ne, das muss, ist genau falsch rum, oder? Aufnehmendes Wasser. Abgebendes, doch. Ich glaube, das passt so. Ich überlege bei sowas noch immer 100 Mal hin und her. Wo ist denn jetzt da? Da ist nochmal irgendwo. Warum ist denn hier? Ah. Ja, wir kriegen den Stress von Trev auch noch weg. Ja, Essen ist knapp, das ist mir klar. Und das liegt daran, dass wir hier keinen Saft drauf kriegen. Wie viel Fertilizer haben wir eigentlich? Genug, aber wirklich genug. Wir schalten das mal aus. Lass mal ganz kurz... Oh, das schaut nicht gut aus. Lass mal kurz gucken. Wir haben hier genug Fertilizer. Okay, das passt mir soweit. Das passt mir soweit. Wir müssen schauen, dass hier das Wasser nicht mehr weiter abnimmt. 90. Ah. Das geht schon ganz schön runter, ja auch. Ich komm schon raus da und mach ab. Was ist nur los? Nee, hier unten stinkt es halt wie die Sau, ne? Also... Das muss laufen hier. Bisschen Strom kommt tatsächlich auch in die Power Batteries rein. Aber mit dem Essen kommen wir halt auch nicht unbedingt gerade. Da gewinnen wir keinen Kampf. Das ist nicht gut.
bin mir gerade nicht mal ganz sicher, ob wir vielleicht, wenn wir hier eh ein bisschen Luft haben, ob wir vielleicht aus diesen Dingern hier unten, dass wir eine Gaspipe noch runterlegen und dass wir auch Gas hier runterpumpen und hier unten extra nochmal einen Hydrogen Generator hinsetzen. Ist das Ding jetzt eigentlich fertig? Warte mal, wie läuft es? Das dürfte eigentlich nicht an dem Teil dranhängen. Warte mal kurz. Copper Ore liegt hier rum, okay. Apropos, mir fällt gerade noch was ein. Wir haben hier die Leitung bewusst getrennt gehabt, aber das weiß ich nicht, ob mir das noch gefällt. Hier zum Beispiel, das kann weg. Weil das geht über die obere Leitung durch. Die hängt halt dummerweise an der unteren Leitung hier dran. Aber die kann weg. Nee, das muss man abbrechen. Cancel Deconstruct. Und zwar, wir machen das jetzt anders. Wir deconstructen das nach oben weg. So. Dann können wir wenigstens so ein bisschen was von dem ganzen Zeug recyceln, weil das braucht ja gerade kein Mensch, ne? Gut, und hier drüben hatten wir ja eigentlich angegraben, auch an das, um an das Polluted Water ranzukommen. Da will ich auch nach wie vor eigentlich noch hin, meine Lieben. Also hier will ich eigentlich ganz gern durch, weil das ist eigentlich eine ganz coole Idee, um da nochmal das abzupumpen. Da müssen wir uns aber ganz gewaltig vorsehen, weil hier stinkt es bestimmt wie die Seuche. Wir canceln den Auftrag mal bis kurz vorher, dann haben wir nämlich schon ein bisschen Platz gewonnen. Ist der jetzt zu? Ja. Marie ist jetzt momentan die Gestresste. So, wir schließen die mal ein bisschen besser an. Gut, die Kohlegenerator, die werden jetzt ein bisschen dauern noch. Hat er das jetzt, haben die das jetzt entfernt hier? Ja, wir kriegen halt nicht das Polluted Water hier hoch. Das brauchen wir ganz dringend hier drüben, sonst laufen wir irgendwann leer. Jetzt lass uns mal überlegen. Das will ich jetzt eigentlich wie haben? Ich will das... Jetzt warten wir mal, wir schauen mal, was passiert, wenn das hier hochflutscht. Gut, okay. Dann will ich das genau so angeschlossen haben. Na also... Pumpt die Sülze! Und jetzt kriegen wir nämlich das CO2 hier unten endlich weg. So, das CO2 kriegt hier jetzt erstmal folgendes. Das kriegt jetzt hier Abflussmöglichkeiten. Ah ne, Quatsch. Das nicht, aber das. Und hier auch. Das gleiche machen wir nach oben auch, aber ach, das können wir noch nicht. Das muss hier raus, das Zeug. Weil sonst, das ist ja der Tod für jeden. No power. Hat er Strom überhaupt? Ja, er hätte theoretisch Strom. Invalid building location. Aber das ist doch genau das. Use as floor and wall tile to build rooms. Was war das denn jetzt? So, jetzt kann der nämlich wieder arbeiten und kann hier das CO2 rauspumpen. Freunde, wie es weitergeht, erfahrt ihr natürlich selbstverständlich in der nächsten Folge, wenn ihr Bock habt. Bis dahin, habt eine tolle Zeit, lasst euch gut gehen. Euer Zwerg, auf zu YouTube. Tschüss.